Salam, hallo und herzlich willkommen. Am Sonntag gehen die Österreicherinnen und Österreicher einen neuen Nationalrat wählen und viele Musliminnen und Muslime sind ja doch noch ziemlich unentschlossen und das, obwohl der Islam und die Musliminnen und Muslime eine ziemlich große Rolle gespielt haben und gerade deswegen sitzen wir heute gemeinsam mit Ferit Hafez. Ziemlich cooles Hemd. Ebenso. Danke sehr. Du bist ausgewiesener Islamophobie-Experte und aktuell an der Georgetown University in Washington tätig und ich möchte das Interview mit einem kleinen Einspieler beginnen. Er hat ein Glück, dass es heute nicht um Verkehrspolitik ging, weil da hätte er wahrscheinlich auch argumentiert, das verkehrspolitische Problem sind Burka-Trägerinnen, die illegal in zweiter Spur vor den Islamkindergärten parken. Eine ziemlich humorvolle Zuspitzung von Peter Filzmeier, aber was steckt denn da genau dahinter? Na, ich würde sagen, der Kollege Filzmeier hat das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, sicherlich humoristisch, aber im Wesentlichen bringt er etwas auf den Punkt, was die politische Kommunikation anbelangt in diesem Wahlkampf. Und das ist das, was wir gesehen haben, dass die FPÖ wenig verwunderlich viel auf dieses Thema gesetzt hat. Aber eben insbesondere auch der Spitzenkandidat der Liste Kurz, Neue Volkspartei, ÖVP, je nachdem, Sebastian Kurz dieses Thema sehr, sehr stark bedient hat und in Wirklichkeit versucht hat, hier die FPÖ auf eine ambivalente Art und Weise, aber doch irgendwo rechts zu überholen. Ist es ihm gelungen? Ich würde sagen, je nachdem, worüber wir sprechen, wenn wir sprechen über die politische Kommunikation, dann würde ich sagen, es ist ihm definitiv gelungen mit Schließung Balkanroute, Schließung Mittelmeerroute, all diesen Themen, die ja bekannt sind, im Wesentlichen ein sehr starkes Image zu pflegen von Law and Order. Ich bin der, der die Grenzen dicht macht. Ich bin der, der eine nationale österreichische Identität verteidigt. Also das ist ihm sicherlich gelungen und ich denke auch im Hinblick auf die Frage des Islamthemas, da kann man natürlich nicht sagen, Sebastian Kurz hat den gleichen Diskurs wie die FPÖ, aber er hat einen etwas ambivalenteren Diskurs, weil auf der einen Seite sagt er, ja, der Islam ist Teil von Österreich, auf der anderen Seite aber hat er ganz klare Einschränkungen, und die er fordert, wie zum Beispiel die Schließung von muslimischen Kindergärten oder ähnliches, die ganz klar islamophob sind und wo er in Wirklichkeit auch irgendwo die FPÖ nochmal rechts überholt hat. Stichwort Islamophobie fällt schon ziemlich früh im Interview. Daheimstadt Islam, Marokkaner, Heimatliebe statt Marokkaner, Diebe, glaube ich, war der Spruch damals. Wie islamophob war denn der Wahlkampf wirklich? Wie islamophob war der Wahlkampf? Ich meine, ich denke, vielleicht, dass wir einen Schritt zurück noch gehen, die Frage nämlich stellen, wie islamophob sind eigentlich die Parteien per se, ja? In ihrer Wahlprogrammatik, in ihrer Politik, wenn sie an der Macht sind. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, dass wir seit 2008 eine SPÖ-geführte große Koalition haben in Österreich. SPÖ und ÖVP sind Koalitionsparteien und wir haben hier das Islamgesetz gehabt, wir haben hier das Integrationsgesetz gehabt. Das Islamgesetz ist ja in Länge und Breite diskutiert und kritisiert worden von Rechtswissenschaftlern, von Leuten aus der muslimischen Community. Und wir haben dann auf der anderen Seite eben jetzt die Rhetorik kurz vorm Wahlkampf. Ja. Und wir haben auch teilweise eine Politik, die gemacht wurde, vermutlich auch irgendwo mit dem im Hinterkopf zu haben, damit kann man nochmal Politik machen im Sinne von politischer Kommunikation. Und da ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel das, wofür Österreich gerade ausgelacht wird international, das sogenannte Burka-Verbot, das Gesichtsschleierverbot, wo ja sozusagen die SPÖ mit Christian Kern in ihrem Stammtischvideo auch zeigen konnte, ja, ich habe da was getan gegen den Islam unter Anführungszeichen. Und hat er, glaube ich, auch in der Pressestunde unabsichtlich also gesagt. Genau, deswegen gebe ich es jetzt auch so unter Anführung, Abführungszeichen. Und auf der anderen Seite haben wir dann sozusagen die politische Kommunikation, wo es dann nur um Forderungen geht, wie zum Beispiel jetzt bei Sebastian Kurz, wenn er sagt, ich will ja, grundsätzlich brauchen wir die islamischen Kindergärten ja gar nicht. Ja? Oder andere absurde, enorm rassistische Positionierungen von diesem Kandidaten. Das heißt, ich denke, man sollte beides irgendwo im Hinterkopf behalten. Ich sage das auch vor allem deswegen, weil
Beide Parteien haben ja auch ihre muslimischen Kandidatinnen und Kandidaten, die antreten zur Wahl und die für diese Parteien Wahlwerbung machen. Und ich denke, man sollte sich nicht nur die politische Kommunikation anschauen, sondern eben auch, wie wurde tatsächlich Politik gemacht die letzten Jahre. Verwundert es dich eigentlich, dass die, wie du gerade erwähnt hast, die muslimischen Kandidatinnen und Kandidaten selbst eigentlich nicht wirklich eventuell auch diesen islamophoben Aspekt des Wahlkampfs irgendwie öffentlich angesprochen haben? Naja, auf der Bundesebene würde ich sagen, gibt es eigentlich nicht wirklich starke repräsentative Stimmen der Musliminnen und Muslime, die tatsächlich jetzt für die muslimische Community sich einsetzen. Also ich zähle jetzt mal ganz explizit Efgani Tönnies nicht dazu, der ganz einfach, unabhängig jetzt von seinem politischen Couleur, damals als Grüner oder heute als Schwarz-Türkiser, im Wesentlichen eher auf dem Ticket des Islam-Bashing geritten ist und nicht auf dem Ticket des ich verteidige die Community, aus der ich komme, unabhängig davon, wo man ihn dazu zählt oder wo er sich selbst dazu zählt und wie er das unterschiedlich verkauft und bei verschiedenen Plätzen. Aber von daher würde ich sagen, nein. Und ich glaube, es ist auch etwas sehr Interessantes passiert im Zuge dieses Nationalratswahlkampfes. Nämlich man hatte auch ganz explizit Leute, die aus muslimischen Vereinen gekommen sind, rausgeekelt. Also da gab es ja einige Vorfälle im ländlichen Bereich, wo man gesagt hat, ja, der ist Mitglied, die ist Mitglied bei ATIP, der ist Mitglied bei der Islamischen Föderation und das sind ja eigentlich ganz böse Leute und deswegen, wer dort dabei ist, der kann doch niemals für die Partei auch wahlwerbend aktiv sein oder gar auf einer Liste stehen. Und das ist nochmal eine andere Dynamik, die auch passiert ist, die für mich auch etwas Neues. Also das war aus meiner Sicht noch nicht beobachtbar in den letzten Wahlkämpfen. Und ich denke, das ist auch ein neues Niveau, nämlich dass sozusagen muslimische Persönlichkeiten, die sozusagen irgendwo religiös verortet sind, verbandsmäßig, vereinsmäßig irgendwo organisiert sind, so derart kriminalisiert werden, dass sie sozusagen nicht irgendwo in einer politischen Partei dabei sein können. Und da geht es ja nicht darum, wofür steht die Person per se, sondern auch oftmals darum, wofür steht dieser Verband angeblich, ja? Der natürlich sehr vielfältig ist, so wie eine katholische Aktion vielfältig ist oder die katholische Kirche vielfältig ist. Gerade hier ist es ja sehr spannend zu sehen, dass gerade in Bezug zu diesen verschiedenen Verbänden immer wieder dieses neue Wunderwort politischer Islam oder diese schöne Kombination politischer Islam, Sebastian Kurz nennt es oft auch politischer Islamismus, ich meine, da sind sie anscheinend nicht ganz einig. Da würde ich mir ganz kurz eine Aussage vom amtierenden Bundeskanzler Kern ansehen. Es gibt keine Toleranz für den politischen Islam. Wir Sozialdemokraten haben 128 Jahre im Sinne der Aufklärung dafür gekämpft, dass Frauen gleichberechtigt sind wie Männer, dass Liberalität, Vielfalt und Pluralität in unserer Gesellschaft herrscht. Und das muss man auch durchsetzen. Und da kann man nicht nur drüber reden. Und allein letzte Woche, das war ein ganz schöner Vergleich, haben wir bei 60 Imamen zur Anzeige gebracht, dass es hier eine Auslandsfinanzierung gibt. Ja, also ein großer Kämpfer, unser Bundeskanzler. Er hat 60 Mal überprüfen lassen, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also da schwingen ja sehr viele Dinge mit ein. Hast du jemals im Wahlkampf eigentlich mal eine Definition gehört, was denn dieser politische Islam eigentlich sein soll? Eine so wunderschöne geballte Ladung von Stereotypen. Alles, was man irgendwo mit dem Islam in Verbindung bringt, an negativen Konnotationen. Und natürlich hier ist das Spiel, wer ist der am härtesten gegen die Muslime vorgeht, gegen den sogenannten politischen Islam. Die Problematik, die wir hier haben, ist, was ist der politische Islam? Es ist in Wirklichkeit, und es wird in diesem Wahlkampf insbesondere verwendet als ein Füllwort, das eigentlich nicht wirklich definiert wird. Das Interessante ist ja auch, das wird von beinahe jeder politischen Partei gemacht. Beinahe. Die Grünen haben es diesmal erstmals in ihrem Wahlkampfprogramm drinnen, also eine völlig neue Entwicklung, das hat es davor noch nicht gegeben. Klarerweise Liste Kurz, na nicht. Und im SPÖ-Parteiprogramm ist nicht drinnen, aber wir haben es immer wieder von Christian Kern gehört. Das heißt, ich habe das Gefühl, so wie dieser Begriff politischer Islam verwendet wird, Freiheitliche Partei verwendet sowieso, weil ich jetzt das kurz ausgelassen habe, aber so wie das verwendet wird, geht es nicht wirklich darum, tatsächlich darüber zu sprechen, wer der politische Islam ist, sondern ich habe das Gefühl, es geht eher darum, einen Begriff zu verwenden, vor dem die Leute Angst haben.
Und ich sage das jetzt auch aus meiner Praxis heraus. Also ich habe immer wieder auch, wenn ich Workshops mache zum Thema Islamophobie, antimuslimischer Rassismus und oder auch zum politischen Islam, für viele Menschen da draußen ist der Unterschied zwischen einem Islamisten und einem Muslim nicht klar. Und ich spreche hier nicht über bildungsferne Personen. Ich habe das selbst erlebt bei Lehrerinnen und Lehrerinnen in Fortbildungen. Das heißt, der Begriff, da stellt sich irgendwie jeder was darunter vor. Und wenn der Christian Kern jetzt zum Beispiel sagt, ja, Illiberalität und Unterdrückung der Frau, dann ist das okay, gut, das ist irgendwie der politische Islam, dafür steht er. Aber in Wirklichkeit weiß es niemand, wofür der steht. Und man muss ja natürlich auch sagen, ich will jetzt keine akademische Debatte jetzt hier führen, was ist der politische Islam, was nicht und was ist Islamismus und was ist Dschihadismus und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema, weil ich glaube, darum geht es hier eigentlich gar nicht. Hier geht es in Wirklichkeit nur um Stimmungsmache. Wenn ich ganz kurz zwischenfragen darf, sag jetzt mal der Otto, Normalmuslim, die Frau, Normalmuslimin, weiß nicht, was das Pendant dazu ist, die betrachtet jetzt diesen Wahlkampf und ich glaube, die muslimische Community ist sich ziemlich im Klaren, dass die Diskriminierung gegenüber Muslimen massiv zugenommen hat. Jetzt schaut man sich diesen Wahlkampf an, sieht all die Parteien, die im Nationalrat vertreten sind, die ganzen kleinen Parteien, hat es das Gefühl, dass irgendjemand mal ganz offen anspricht, dass wir hier ein massives Problem mit Islamophobie haben? Es ist interessant jetzt auch bei den unterschiedlichen Befragungen, die gemacht wurden. Also die Initiative Muslimische Österreicherinnen hat eine Befragung an die Wahlparteien gemacht, Kismet Online hat eine Befragung an den Wahlparteien gemacht. Wie steht man zu unterschiedlichen Fragestellungen? Und hochinteressant ist, dass im Wesentlichen, jetzt bei Kismet Online zum Beispiel, keine einzige Partei auf die Problematik von antimuslimischem Rassismus, Islamfeindlichkeit, Islamophobie eingegangen ist, mit Ausnahme der FPÖ, die behauptet hat, es sei ein Kampfbegriff der Islamisten per se, also es würde aus dem politischen Islam quasi kommen. Und umgekehrt, die einzige Partei, von der ich ein ganz klares, eine eindeutige Problematisierung dessen vernommen habe, ist die KPÖ Plus. Und das ist eine Randpartei. Wie erklärst du dir das? Ja, aus zweierlei Gründen. Zum einen, glaube ich, ist einfach ein Grundpotenzial an rassistischem Denken vorhanden in den jeweiligen politischen Parteien. Und es ist oft ein Phänomen, dass Kleinparteien, insbesondere wenn sie aus dem linken Spektrum kommen, so wie es aus meiner Sicht jahrzehntelang für die Grünen etwa gegolten hat, dass die dann auch konsequent antirassistisch sind und damit auch gegen den Rassismus gegenüber Musliminnen und Muslimen sind. Und auf der anderen Seite sicherlich auch damit, dass die KPÖ Plus eine Partei ist, die noch nie an der Regierung war und hier auch weitaus leichter sich damit tut, zu Grundpositionen zu stehen. Sollte die KPÖ Plus es tatsächlich schaffen, wenn es nach Wahlkabine.at geht, ja, wäre sie ja eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Partei, aber sollte sie es schaffen, dann wird man auch hier sehen müssen, was, inwiefern wird sie dem treu bleiben. Aber denkst du, dass das jetzt alles nur, sag ich mal, ein bisschen ein Geplänkel im Wahlkampf ist und danach wir wieder zum, unter Anführungszeichen, Normalzustand zurückkehren? Oder denkst du schon, dass da ein bisschen ein größerer politischer Trend dahinter liegt? Also ich würde durchaus eher Zweiteres meinen. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach deswegen, weil zwar die FPÖ seit 2005 konsequent einen antimuslimischen Wahlkampf führt, einen nach dem anderen, sei es bundesweit, sei es auf Europaebene, sei es auf regionaler Ebene. Also das ist gleich auf prominent vorhanden. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, die Entwicklung, die mir weitaus mehr Sorgen bereitet, weil ja Österreich in Wirklichkeit die Zweite Republik angeknüpft hat an eine tolerante Politik in der Habsburger Monarchie mit der Anerkennung des Islams im Jahre 1912, die ja für die Zweite Republik jahrzehntelang gegolten hat. In Wirklichkeit, ich würde sagen, erst mit der Ära Schüssel dann beendet wurde, insbesondere auch was die ÖVP anbelangt. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass jene politischen Forderungen, die hoch islamophob sind von Seiten der FPÖ, von den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP umgesetzt wurden. Und das ist eigentlich die Entwicklung, die mir aus weitaus mehr Sorgen bereitet, weil hier ist es nicht eine radikale Oppositionspartei, die am Rande der Gesellschaft steht,
auch wenn sie 20-25% des Wahlvolkes repräsentiert, aber am Schluss keine Regierungspolitik macht. Aber wenn jetzt die Regierung kommt und ein Islamgesetz einführt, wo Musliminnen und Muslime, also wo die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich in dem Fall und damit der organisierte Islam diskriminiert wird, oder ein Integrationsgesetz verabschiedet, wo nicht nur der Gesichtsschleierverbot tragend wird, sondern weitaus problematischer, man davon ausgeht, dass man ohnehin für die Berufsfelder der Staatsanwälte, Polizistinnen etc. ein Kopftuchverbot umsetzen kann, dann ist das etwas, was für mich weitaus problematischer ist. Und hier haben wir es mit einer islamophoben Regierungspolitik zu tun. Und ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein. Die Kritik sollte sich nicht richten, einzig und allein an jene, die eine sehr aggressive Sprache haben, wie die FPÖ-Abgeordneten, sondern die Kritik sollte sich insbesondere auch richten an jene, die diese Art von Politik mit vielleicht einer netteren Sprache durchgeführt haben. Und das ist der Fall in dem Fall für SPÖ und ÖVP. Natürlich, wir hatten jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Islamgesetz bei den Neos durchaus eine Partei, die ganz klar gesagt hat, wir sind zum Beispiel, das war die einzige Partei, die konsequent gesagt hat, weil die Grünen waren auch sehr ambivalent, die einzige Partei, die gesagt hat, wir sind gegen das Islamgesetz, weil es diskriminierend ist. Aber schauen wir uns zum Beispiel an, was sagen die Neos jetzt im Hinblick auf die Frage des Tragen des Kopftuches durch Staatsanwältinnen und Polizistinnen. Da sind sie wieder auf der Regierungsseite. Und auch das ist am Ende wieder eine sehr ambivalente Position. Ziemlich harter Tobak für die muslimische Community. Ich meine, ich habe mir ja wirklich... Niemand beneidet uns international derzeit. Ja vermutlich. In der westlichen Hemisphäre ausgesprochen. Vermutlich, nein, absolut. Ich meine, ich habe mir wirklich extrem viel Wahlkampf angesehen. Ich habe jedes Duell, ATV, Plus, Puls 4, ORF, egal. Und habe wirklich versucht, irgendwie etwas Positives in Bezug auf die muslimische Community zu finden. Und was mir aufgefallen ist, Bundeskanzler Kern, der doch immer, sag ich es mal, aggressiv im Wahlkampf wurde, auch verständlich nach Causa Silberstein etc., hat dann doch immer wieder sich klar positioniert, Islam ist ein Teil von Österreich und so weiter und so fort, aber immer in einer gewissen Kombination Musliminnen und Muslime als eine Art, und vielleicht ist das ein bisschen überspitzt formuliert, als eine Art ökonomisches Objekt zu sehen. Also es kommt dann immer dieser Satz, wenn sie steuern, also die zahlen auch viel Steuern ein, die sorgen für Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Sind wir österreichische Muslime und Muslimen wirklich nur dann wertvoll, wenn wir wirtschaftlich ein Faktor sind? Ich weiß nicht, ob ich es so bösartig interpretieren will, aber ich würde eher sagen, es geht vermutlich eher darum, um bestimmte Stereotype, die sozusagen im Arbeitermilieu eher vorzufinden sind und aus der FPÖ-Propaganda kommen, hier aufzuweichen. Also nämlich die Ausländer kommen, die Immigranten kommen, nehmen uns unsere Jobs, unser Geld weg, kassieren Sozialleistungen etc. Ich vermute, dass es eher so zu interpretieren wäre, dass es hier darum geht, das ist nicht so und das stimmt nicht und im Zusammenhang mit Musliminnen und Muslime, das sind eh gute Leute. Ja. Was das wirtschaftliche Argument angeht, ich denke, was auch noch interessant ist im Zusammenspiel mit Musliminnen und Muslime, ist ja bei der Frage des Gesichtsschleierverbotes, weil da hatten wir insbesondere von ÖVP-Kreisen, Sebastian Kurz selbst auch, vor vielen Jahren noch das Argument, na, die bringen viel Geld, ja, die Touristinnen aus den Golfstaaten. Das Argument ist verschwunden in der Zwischenzeit, ja, im Hinblick auf den Versuch, diese Wahl zu schlagen. Stichwort Burka-Verbot, da habe ich auch den nächsten Einspieler, den wir uns ganz kurz anschauen können. Am kommenden Sonntag, 1. Oktober, tritt das Burka-Verbot in Kraft. Warum sind die Neos dagegen? Ja, ich finde, es ist reine Symbolpolitik. Das ändert ja nichts an den Problemen, die wir da haben, und es sind gewaltig. Die Integrationsprobleme, da müssen andere Maßnahmen getroffen werden und das Burka-Verbot bringt nichts. Und wir haben eine große Zahl von muslimischen Zuwanderern in Österreich, die auch da bleiben werden. Und diese Menschen, wenn denen ständig signalisiert wird, na, eigentlich wollen wir euch gar nicht und eure Religion, na furchtbar, da werden die sich dann integrieren, ganz im Gegenteil. Die werden sich noch stärker mit ihrer Herkunftskultur und mit ihrer Religion identifizieren. Also es ist völlig kontraproduktiv.
Ja, die Frau Gries, das war doch ein ziemlich positives, positive Argumentation oder versucht das Ganze ein gewisses Licht zu rücken. Ich meine, ganz spannend, am Ende war ja die Herkunftskultur, also meine Herkunftskultur ist die Wachau, ich weiß nicht, auf was sie sich da bezieht. Aber die Neos haben da ja doch im Vergleich zu vielen anderen Parteien ganz klare Statements in Bezug auf diese klare Ablehnung des Burka-Verbots, damals auch in Bezug auf das Kopftuchverbot, aber wie du schon gesagt hast, im Interview mit unserem Magazin dann doch in Bezug auf das Neutralitätsgebot wiederum, ja, Regierungslinie hast du es, glaube ich, bezeichnet. Siehst du die Neos dann doch als eine Partei, die sich da jetzt versucht, ein bisschen auf Seiten der Muslime einfach nur aufgrund der Stimmen zu schlagen, oder steckt da ideologisch ein bisschen mehr dahinter? Ich glaube, sie sind Liberale, ja? Und von daher liberal im Sinne von weniger Staat und mehr Selbstverantwortung, und das spielt natürlich auch ein bisschen hinein und wäre vielleicht ein guter US-amerikanischer Wind von dieser gesellschaftlichen Komponente her betrachtet, zu sagen, der Mensch ist frei, das zu tun, was er sie will, und es macht natürlich Sinn, Menschen auch mehr Freiheit zu geben, und was sie kleiden, soll dem anderen eigentlich wurscht sein, ja? Und dem Staat auch wurscht sein. Und das ist sicherlich ideologisch auch begründbar, ja, in diesem politischen Milieu. Ich weiß nicht, ob es so weit geht, dass man das wahltaktisch macht, aber ich habe zumindest im Zusammenhang mit dem Islamgesetz habe ich es als eine sehr konsistente Argumentation empfunden, insbesondere auch deswegen, weil die Neos eine der Parteien waren, die ganz klar gesagt haben, wir können nicht eine Gruppe anders behandeln als die andere. Das heißt, wir diskriminieren einfach alle. Im Zusammenhang mit Religion und dadurch, dass Religion aus dem öffentlichen Raum mehr raus soll, impliziert es natürlich irgendwo auch, dass es eine gleichsame Diskriminierung gibt. Ja? Und das ist sicherlich auch die problematische Komponente für Musliminnen insbesondere. Ja? Männliche Muslime machen sich ja kaum erkenntlich als solche. Und ich denke, das, was die Frau Gries hier sagt, bringt sie auch sehr schön auf den Punkt. Das ist eine Symbolpolitik. Wir wissen jetzt aus medialer Berichterstattung heraus, dass es scheinbar zwischen 100 und 150 Niqab-Trägerinnen gibt. Mehr ist es nicht. Und wir wissen ja auch von dem, was jetzt die letzten 10 Tage passiert ist. Die darunter leiden mussten, waren Musiker auf der Straße und Clowns, ja? Nicht unbedingt die Niqab-Trägerinnen. Und ich denke, da kommt natürlich auch nochmal schon ein wichtiger anderer, eine weitere Dimension mit ins Spiel. Und das ist, was, glaube ich, auch vielen Leuten nicht ganz klar ist oft. Antimuslimischer Rassismus richtet sich am Ende nicht gegen Musliminnen und Muslime alleine. Es ist vielleicht die erste Gruppe, die auch scheinbar unmittelbar davon betroffen ist, aber am Ende richtet es sich gegen alle. Und ich gebe ja nur ein Beispiel. Nehmen wir den Herrn Innenminister Sobotka, der eine Forderung nach einem richtigen und einem zweiten, in Klammer, Geheimdienst in Österreich erhoben hat. Das hat er vor dem Hintergrund wovon gemacht? Er hat gemeint, wir brauchen einen solchen tatsächlichen Geheimdienst, weil wir mafiöse Strukturen und die Muslimbruderschaft ausspionieren wollen. Und das war natürlich vor dem Hintergrund dessen, ist das zu bewerten, dass die Woche davor mit Geldern des österreichischen Integrationsfonds ein Bericht veröffentlicht wurde über die österreichische Muslimbruderschaft, wonach der Bericht eigentlich nur sagt, es gibt nur eine einzige Person in Österreich, die als Muslimbruder bekannt ist, ja, und die man als solche tatsächlich bezeichnen kann. Aber das zeigt natürlich dieser Diskurs über diesen bösen politischen Islam, ja. Das bringt eine Dynamik mit sich in der Gesellschaft, die eben dann auch zu solchen Forderungen führt. Und das heißt, mehr Staat, mehr Kontrolle, und das betrifft am Ende alle Bürgerinnen und Bürger. Das ist nicht eine Sache, die nur mit Musliminnen und Muslimen zu tun hat und wo die Sorge lediglich auf Seiten der muslimischen Minderheit zu suchen ist, sondern es ist etwas, was eigentlich uns gesamtgesellschaftlich besorgen sollte. Unabhängig davon, dass natürlich diese aggressive Sprache, diese Offenheit der Diskriminierung, ja, schließen wir alle muslimischen Kindergärten, bei gleichzeitiger Unterstützung und der Unantastbarkeit katholisch-konfessioneller Kindergärten oder anderer Kindergärten, da bringt das natürlich auch in der politischen Kultur und in der Öffentlichkeit etwas ganz was Negatives mit sich, nämlich eine Verrohung in der Sprache, eine Verrohung in der Art und Weise, wie wir als Mitmenschen untereinander miteinander umgehen.
Und von daher glaube ich, das muss auch klar sein, Islamophobie ist nicht das Problem für Muslime, Islamophobie ist ein Problem für alle. Stichwort Problem für alle. Die FPÖ, ich meine, da braucht man jetzt gar nicht zu viele Worte verlieren oder irgendwelche Videos einspielen. Ich glaube, das ist jedem bekannt, wie sie zum Thema Muslime und Muslime in Österreich stehen. Was würde einerseits konkret der muslimischen Community, aber natürlich auch ganz Österreich eigentlich erwarten, wenn am Sonntag die FPÖ in diese Position kommt? Und so schaut sie auch aus, dass sie potenziell sich aussuchen kann, ob mit Schwarz oder Rot in der Regierung. Aber was würde da passieren? Vielleicht noch kurz zu der Vorbemerkung. Ich bin mir nicht so sicher, ob es für alle so klar ist. Ich glaube, für viele, die die mediale Landschaft verfolgen, ist es klar, wofür die FPÖ steht. Aber manchmal, und ich nehme jetzt ein Beispiel, was ich vor einem Jahr erlebt habe, wo ich in einem öffentlichen Park bei einem Kermes einer türkischstämmigen Moschee war und ich einen älteren Herrn gefragt habe, naja, wen wählen Sie denn jetzt diesen Sonntag? Und er hat gemeint, Hofer. Und das war eine Moschee, die einen Kermes, also ein... Das gefällt der FPÖ sicher. Ein öffentliches Fest gefeiert hat. Und ich habe danach gefragt, naja, warum bitte? Und er saß dort mit seiner Frau, die eine Haarbedeckung hatte. Und er sagt, naja, weil mein Arbeitskollege mir gesagt hat, ich solle FPÖ wählen. Und ich dann gesagt habe, naja, aber deine Frau, der wird es dann nicht mehr ganz so gut gehen, glaube ich. Und er dann danach eine wilde Diskussion in türkischer Sprache begonnen hat auf diesem Tisch, nachdem ich mit dieser Information rübergerückt bin, sozusagen unter Anführungszeichen. Deswegen nein, ich glaube nicht, dass es unbedingt insbesondere jenen bildungsferneren Schichten innerhalb der muslimischen Community im Besonderen oft so klar ist, wofür die FPÖ steht. Und ich glaube, da braucht es auch viel Aufklärung und Kampagnen, insbesondere von jenen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die in der türkischstämmigen Community sehr aktiv sind. Das ist nur als eine kleine Vorbemerkung. Zur Frage, was war die Frage nochmal? Was konkret passieren wird? Also welche Gesetze darf sich die muslimische Community oder Österreich einstellen? Ich denke, über eine Sache muss man sich im Klaren sein. Wenn die FPÖ an die Macht kommt, und ich würde sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass dem so sein wird, dann erleben wir keine FPÖ à la Jörg Haider, wie sie mit Wolfgang Schüssel an der Macht war. Wolfgang Schüssel hat es als ein sehr starker Kanzler geschafft, in Wirklichkeit das aggressive Potenzial der FPÖ, was diese Frage von Rassismus anbelangt, doch sehr stark zu bändigen. Lassen wir jetzt einmal die wirtschaftliche Komponente auf die Seite, wo sie das Land ruiniert haben in vielerlei Hinsicht. Aber es geht ja hier bei uns jetzt um das Thema Minderheit, muslimische Minderheit und Islam, da würde ich sagen, da können wir uns definitiv auf einiges gefasst machen. Und ich sage das insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass die SPÖ und die ÖVP auch ja jetzt schon darüber gesprochen haben, dass sie das Islamgesetz nachbessern wollen etc. Und die FPÖ hat auch ihre Forderungen im Hinblick auf dieses Gesetz zum Beispiel. Also da erwarte ich mir jetzt keine Verbesserungen. Bleiben wir vielleicht jetzt noch gegen Ende bei den Oppositionsparteien, die Grünen, haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Grünen Österreich diesmal ohne Efgani Dönmez, ohne Peter Pilz, zwei Verfechter des Kampfes gegen den politischen Islam. Eine gute Nachricht für die muslimische Community? Jein. Ich meine, das ist die Frage, was insgesamt mit den Grünen passieren wird, ob sie sozusagen überhaupt noch vertreten sein werden im Nationalrat. Aber ich glaube, es ist irgendwo klar, und ich habe es ja vorher auch schon mal kurz angesprochen, mit Peter Pilz ist sicherlich die aggressivste Form der Islamfeindlichkeit, hat sich verabschiedet aus der Partei. Aber wie auch vorher erwähnt, der politische Islam, der nicht mehr, nicht weniger als ein Füllwort ist, ist jetzt im Wahlprogramm drinnen. Das ist vielleicht auch eine Antwort irgendwo auf Peter Pilz auf der einen Seite, mag sein. Aber auf der anderen Seite wirft es ein Fragezeichen auf. Ja. Also die FPÖ hat in ihrem Wahlprogramm ganz klar im Gegensatz zum politischen Islam den liberalen Islam positioniert. Und hier namentlich erwähnt, das ist die Initiative Liberaler Muslime Österreichs mit Amr el-Bayati, über den wir jetzt, glaube ich, nicht viel reden müssen. Auf der anderen Seite haben die Grünen die demokratischen Muslime als Gegenpol zum politischen Islam gestellt. Wer diese demokratischen Muslime sind, ich weiß es nicht.
Und sie äußern sich natürlich auch nicht dazu, wäre auch nicht sehr klug. Sind das alle anderen, die sich beteiligen, oder wer ist es? Es ist unklar. Was ich für problematisch halte, ist, dass sie im Wesentlichen bei all ihrer antirussistischen Positionierung immer auch irgendwo in einem Nebensatz den politischen Islam aufgreifen müssen. Und dadurch, dass der so vage ist und man nicht weiß, meinen sie damit, weil ja auch viele türkischstämmige Politikerinnen und Politiker in der Partei vertreten sind, meinen sie damit alles, was irgendwo mit der Türkei zusammenhängt? Oder meinen sie damit die Dschihadisten? Was meinen sie damit? Also das ist nicht sehr klar. Und da würde ich mir jetzt auch, ich habe das Gefühl, sie stehen stark unter diesem öffentlichen Druck, dass jetzt irgendwie jeder gegen den politischen Islam ist. Auch wenn keiner weiß, was es ist. Jetzt vielleicht noch bei den Kleinstparteien zum Abschluss noch mal ein paar Worte verlieren. Wir haben ja die Liste Gilt mit dem Herrn Thüringer. Wir haben die Weißen, wir haben die FLÖ und dann haben wir die KPÖ Plus. Ich glaube, das sind dann noch die, die bundesweit antreten. Hast du von diesen Parteien konkrete Stellungnahmen, Positionen zum Thema Diskriminierung von Muslimen, Muslimen, sind sie ein Teil von Österreich etc. gehört? Ich denke, alles in allem sind das sicherlich interessante Initiativen, die versuchen, grundsätzliche Fragen aufzuwerfen, das politische System auch zu reformieren, die Frage von Demokratie mit neuen Inhalten zu füllen. Und von daher würde ich das alles gar nicht so abtun als etwas Absurdes oder Ähnliches. Ja, mag sein, sie werden wahrscheinlich vermutlich mehrheitlich es nicht schaffen, in den Nationalrat einzuziehen, aber es sind wichtige Debatten, die sie angestoßen haben. Manche mehr, manche weniger. Und ich glaube, das ist auch notwendig und immer gut, dass es solche Stimmen gibt in einer Demokratie, weil sie sollen ja auch irgendwo, muss es immer auch Korrektive zu den Machtstrukturen geben, die grundsätzliche Fragen aufwerfen. Das sollen ja nicht nur die Intellektuellen und Akademiker machen, es muss ja auch von der Bevölkerung kommen. Und das sind ja auch solche Initiativen. Ja. In Bezug auf die Frage von Islampositionen ist sicherlich zu sagen, dass die KPÖ Plus eine stringent antirassistische und damit auch anti-islamophobe Position innehat. Ja. Also sie hat zum einen scheinbar, und das ist ja irgendwo auch interessant, nicht so wie die SPÖ das Problem, obwohl sie sozusagen jetzt irgendwo auch gemeinsame Wurzeln haben, jetzt ideengeschichtlich betrachtet, also im linken Spektrum. Die SPÖ hat scheinbar das Problem mit der Säkularität, wenn es um Muslime geht. Die KPÖ Plus hat kein Problem scheinbar mit Musliminnen und Muslimen im öffentlichen Raum und hat dabei noch eine klare antirassistische Position. Und das ist natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in diesem Nationalratswahlkampf, ganz eindeutig. Abschließend, die Österreicherinnen und Österreicher wachen Montagmorgen auf. Welche Koalition ist dann wahrscheinlich am realistischsten? Das kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass die FPÖ Teil dieser Koalition sein wird. Gut, dann hoffen wir, es passiert noch ein Wunder. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke. All right.